Es ist wieder Zeit für das Kinder- und Sportfest der Füchse Berlin. Zum dritten Mal laden die Füchse auf ihrem über 40.000 Quadratmeter großen Areal in der Kopenhagener Straße 33 in Berlin-Reinickendorf zu jeder Menge Spiel, Spaß, Spannung und Show. Am 15. und 16. Juli wird Kindern und Eltern hier ein riesiges Programm geboten. Viel Spaß, viel Spannung, viel Abwechslung, Show, Tanz, viele Überraschungen. Also es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Eines der großen Highlights wird bereits am Samstag, am 15. Juli um 15 Uhr stattfinden. Hier treten die Profi-Handballer der Füchse im Fußball gegen die Traditionsmannschaft von Hertha BSC an. Natürlich wird es auch eine Autogrammstunde des Teams um Cheftrainer Wladimir Petkovic und Manager Bob Hanning vor Ort geben. Doch es werden auch eine Vielzahl von Sportarten angeboten, die Groß und Klein selber ausprobieren können. Tonen über Fußball, über Handball, Volleyball, Hockey, Crossminton. Wir bieten auch Cricket an. Man kann ja auch Bungee-Jumping machen. Auch das THW wird Angebote vorhalten. Die Feuerwehr ist hier. Wir haben natürlich Hüpfbogen hier. Also alles, was ein Kinder- und Sportfest ausmacht. Samstagabend, am 15. Juli, wird es dann rockig. Die Berliner Kultband Hardcore Troubadours wird um 20 Uhr die Stimmung anheizen und die Gäste in den Abend begleiten. Also am 15. und 16. im Kalender einfach den Termin rot markieren. Ich denke, mehr Spiel, Spaß und Spannung geht kaum.